4. Soll ich gleich sprechen? 3. Hallo miteinander, herzlich willkommen heute Abend zu unserem Livestream hier am 14. Dezember 2020. Heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur, weil es jetzt mein erster professioneller Livestream ist mit meinem wunderbaren Team im Hintergrund. Also erstmal an dieser Stelle ganz dickes, fettes Hallo und Dankeschön an Ronnie, an Tim und an Jens. Ihr seid wunderbar. Ohne euch wird das hier gar nicht gehen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der 14. Dezember 2020 haben wir heute eine totale Sonnenfinsternis. Habt ihr sicherlich auch schon irgendwo ein bisschen mitbekommen. Die ist hier bei uns in Europa nicht sichtbar. Die ist über den Pazifik sichtbar und über Südamerika. Aber die ist schon durch. Das war 17.16 Uhr heute. Aber dieser wunderbare Tag, den haben wir zum Anlass genommen, um heute mit euch diese Dunkelheit zu feiern. Und da komme ich gleich drauf. Was ich aber vorher gerne euch noch erzählen möchte, ist, wir sind auch hier, dank Corona, kann man sagen, am Start, uns fit zu machen für das neue Zeitalter. Ich habe jetzt einen neuen Newsletter, ein neues Newsletter-System organisieren lassen, einbauen lassen. Und ihr habt hier, könnt ihr sehen, einen Link. Das ist der Link Silke Schäfer. Ich muss selber mal schnell gucken, wie heißt der genau? silkeschäfer.com/news. Dort könnt ihr, wenn ihr Lust habt, draufgehen, also nicht hier auf diesen Link, sondern den mal erfassen und eintragen in unser neues Newsletter-System. Und der Moritz Schneider, der Komponist, mit dem ich gleich sprechen werde, und ich, wir haben uns vorgenommen, euch etwas zu schenken, und zwar eine Meditation. Und mit jedem Newsletter-Eintrag gibt es ein Geschenk in Form einer Meditation von uns für euch, für das Licht in der Welt, um das Licht in der Menschheit zu verstärken. Das ist das, was wir von unserer Seite, wie wir meinen, tun können. Das war das eine. Also, wir machen uns fit mit dem neuen Newsletter-System und gleich, bevor wir es überhaupt vergessen, die nächsten Livestreams sind am 21. Dezember, ganz ein wichtiger Tag, der 21. Dezember 2020, will ich jetzt noch gar nicht viel drüber sprechen, viele von euch wissen das, das ist die Saturn-Jupiter-Konjunktion der Stern zu Bethlehem und dafür kann man jetzt auch bereits schon Tickets kaufen. Da machen wir einen schönen Event am 21. Dezember und am 28. Dezember bin ich ja nun auch nicht in der normalen Vollmond-Meditation vor Ort, sondern die werde ich streamen. Am 28. Dezember haben wir dann den dritten Livestream. Wenn du möchtest, kannst du dann auch dort dabei sein. Und dann kommt der eigentliche ganz große am 17. Januar, einfach, dass ihr das schon mal gehört habt, 17. Januar 2021 werde ich auch live rausgehen und über das neue Jahr, die Konstellation von 2021 und darüber hinaus mit euch sprechen. Also ich sehe gerade von der Folie hier die Vollmond-Meditation, die möchte ich euch sehr gerne ans Herz legen, das erste Mal gestreamt. Ich mache das seit über 21 Jahren und auch hier, Corona lässt uns wirklich improvisieren und neue Kreationen entwickeln, sodass wir auch dann live Vollmond zum Vollmond meditieren können. So, ich denke, ich habe mal alles vorbereitet. Ich gucke mal hier auf den Stream, ob alles läuft. Ich hoffe, ihr könnt euch hören. Ich sehe, der Stream saust ja durch und ich habe schon geguckt, von wo überall ihr euch einschaltet. Vielen, vielen Dank. Ich finde das ganz toll. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Abend. Ich möchte ganz herzlich hier bei mir im Stream den Moritz Schneider begrüßen. Moritz Schneider, du bist im Moment in deinem Studio, so wie das aussieht. Kann das sein? Genau, Handy. Hallo, liebe Sitz aus Bern. Hallo Moritz aus Bern, genau. Wunderbar, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Und wir sind aber schon ziemlich, ziemlich intensiv am Schöpfen, kann man sagen. Was hat dich eigentlich bewogen, Ende Juli 2020 auf mich zuzukommen? Nun, es war ein typisches schönes Jahr, sah aus, als würde alle Showwelt ganz normal weitergehen im Frühling und kam dann alles anders. Und Corona hat uns ja leider die Kulturszene ein bisschen von der Bühne geweht, sozusagen. Und da dachte ich halt, ja, ich mache ja so gern Musik, um Leute zu berühren. Und was gibt es denn da Schöneres, als Musik zu machen für quasi innere Filme oder für nach innen zu gehen, die ganze Geschichte einfach umzudrehen. Die Berührung halt nach innen hin und zu sich zurück und nicht mehr auf die Bühne. Und da habe ich mir überlegt, was für Plattformen oder was für Menschen da draußen gibt es,
mit denen ich gerne arbeiten würde. Und als erstes kam mir die Idee, ich möchte eigentlich am liebsten wieder mehr Meditationsmusik machen. Das habe ich schon relativ viel gemacht, aber halt vor Jahren und über Jahre verteilt und war nie so richtig dran geblieben. Insofern war das quasi eine glückliche Fügung jetzt für mich, dass ich da zurückgefunden habe in ein Gebiet, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Und da dachte ich mir, wen schreibe ich besser an als die liebe Silke, weil ich hatte dich schon auf dem Radar. Und Halleluja, hat sofort geklappt. Ja. Und Ja, ja, schön. das war der Einstieg. Ja, schön. Also auch für alle, die uns ja noch nicht kennen, wir sind jetzt wirklich erst seit Sommer zusammen. Wir haben uns Ende August das erste Mal auch persönlich getroffen und waren sofort einig, dass wir unsere beiden Fachgebiete zusammenwerfen. Also deine wunderbare Art zu komponieren und ich mit den Meditationen, die ich, wie gesagt, seit über 21 Jahren durchführe und die jetzt durch deine Musik jetzt unterstützt und verstärkt werden. Und dieses Miteinander sich finden, das war auch für mich ganz spannend, weil ich habe mich gleich gefragt, wie bekommen wir denn meine Sprache mit deiner Musik zusammen? Das wäre ein ganz spannender Prozess. Und du vielleicht ganz kurz noch ein bisschen von dir so aus deinem Nähkästchen geplaudert. Du bist ja mit Leib und Seele schon seit klein dran, oder? Du hast mir irgendwas gesagt, du hast früher auf alles rumgetrommelt, was so erreichbar war. Ja, genau. Also ich habe einfach meine Eltern schon zum Wahnsinn getrieben, indem dass ich mit allem, was irgendwie rumstand, Musik gemacht habe und fand das halt das Tollste überhaupt, irgendwelche Klänge in die Welt zu bringen. Und mit meinem ersten ersparten Geld habe ich sofort Studiozeit gebucht und erste Werke gebaut, gemacht, irgendwie, weil es war alles ungeplant. Ich bin einfach ins Studio gegangen ohne eine Idee. Und habe dann einfach mal drauf losgespielt. Und ja, also ich lebte und liebe Musik halt einfach seit klein. Toll. Und übrigens, Lisa und Frank sind ja auch im Stream jetzt deine lieben Eltern. Also hallo erstmal an euch beide, gell? Und meine Eltern übrigens auch, Ella und Gerd, super, alle dabei. Also wir haben großes Spektrum, Altersspektrum auch, die uns verfolgen. Super. Das heißt, du hast dann ziemlich schnell intuitiv deinen Weg gefunden, oder, in die Musik? Ja, also ich habe dann einfach gedacht, ich habe keine Lust auf irgendwas anderes zu studieren oder was anderes zu machen als Musik und bin dann einfach frisch von der Leber in die Musik eingestiegen und habe aus jedem ersparten Geld halt kleine Geräte gekauft und mein kleines Studio aufgebaut und bin dann zu Lokalsendern gefahren und habe gesagt, hallo, ich möchte gerne Musik machen für euch und habe dann kleine Mini-Aufträge gekriegt und von kleinen wurde immer größere, wurde Werbung, wurden Spielfilme, wurden Shows. Ich war in Berlin auch unter Vertrag und habe Popmusik geschrieben. Ich habe viele Orchesterwerke machen können für Filme und dann Live-Shows und Musicals. Und irgendwie alles hat ja immer so das Ziel, Leute eben zu berühren. Und das Spannende, wenn man eine Musik macht in einer Show, fokussiert man und baut wie verrückt eine lange Geschichte, um dann einmal wirklich so auf den Punkt zu kommen, wo man denkt, jetzt sind die Leute wirklich an einem Ort, wo sie berührt werden. Und das ist ja irgendwie schön, aber irgendwie macht es noch viel mehr Sinn, da direkt hinzugehen. Und deshalb machen wir das, was wir jetzt machen. Ja, das ist für uns beide eine ziemliche Steigerung, kann man sagen. Ja, obwohl, du hast ja so viele Preise abgesahnt, auch mit den Partnern, mit denen du arbeitest. Also ich bin wirklich sehr geehrt, dass wir zusammenarbeiten dürfen, weil du könntest ja ganz andere Projekte machen. Aber so ist es halt, wenn Corona dazwischen kommt und uns auf neue Halleluja. Ideen bringt. Genau. Ja, es hat mich sehr gefreut, wo du damals, muss ich schon sagen, im Sommer mich angesprochen hast. Und wir waren uns ja relativ schnell einig, dass wir sagen, komm, wir machen was. Und unsere erste Produktion ist ja Dein Tag. Das ist ja auf YouTube aufgeschaltet. Dann habe ich gerade gesagt, komm, machen wir auch gleich auf Englisch. Und jetzt sind weitere Ideen entstanden. Und was mich sehr beeindruckt ist, es ist ja nicht einfach so, dass du irgendwo am Synthi sitzt und ein paar Klänge drückst, sondern du komponierst. Und kannst du uns das mal so in wenigen einfachen Worten erklären? Du hast mir mal gesagt, du suchst, nein, das fängt ja an mit deinem absoluten Gehör. Kannst du mal erklären, wie das überhaupt geht? Wie kommst du zu dieser Musik? Ja, also dafür gibt es mal grundsätzlich keine Regel. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Musik kann man halt schlecht
nach Stempeluhr machen oder so. Wie soll ich sagen, man kann nicht um 8 Uhr ins Büro gehen und sagen, so, heute mache ich dies und das, sondern es ist im Prinzip, gibt es zwei Phasen. Die erste Phase ist die wunderschöne, das ist die Inspirationsphase, die ich eben sehr ähnlich sehe, wie Channelings funktionieren. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, sich auf den Inhalt einzuschwingen und den dann zu erfassen oder was dann bei mir quasi ankommt. Und das bei dir ist das ganz wunderschön, weil dann kriege ich Worte von dir, weiß, was für einen Inhalt, dass das kommt. Oder wir besprechen es ja auch vorher. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man zu einem Inhalt kommt. Aber dann aus diesem Inhalt geht es dann eigentlich los. Dann verbinde ich mich sozusagen mit dem Inhalt. Und der Rest ist eine wunderschöne Gabe, dann kommt's und fließt. Und wenn es dann fließt, gibt es sowas wie eine Bleistiftskizze, die ich mache. Das heißt, dann weiß ich einfach noch ungefähr, was ich da machen will. Also du schreibst wirklich mit Bleistift die Noten auf, oder ist das nur eine Es Metapher? gibt beides. Ich habe so eine eigene Stenografie sozusagen für Musik entwickelt, die für mich einfacher ist als Noten. Und schreibe dann mir quasi ein paar Sachen auf, setze mich auch ans Klavier, mache eine Klavierskizze sozusagen. Und dann kommt die lange, lange, lange Phase des Produzierens. Ja, und Das so sind heißt, ja. ja, so sind ja schöne Werke jetzt schon entstanden, und wir haben ja ganz viele Pläne, was wir alles noch in der Pipeline jetzt schon haben. Also ich freue mich drauf, Ja. weil es ist für mich so schön, weißt du, das haben wir ja auch besprochen, es ist für mich schön, ich habe immer ja schon Meditation als etwas ganz, ganz Wichtiges auch erachtet, weil Meditation heißt Gedankenstille. Und wenn wir mit unseren Gedanken, also mit dem Mentalkörper zur Stille kommen, und nicht in den Strom, auch nicht in den Strom der vielen Weltgedanken, die jetzt ja so in der Luft liegen, uns einklinken, sondern wirklich zur Stille kommen mit den Gedanken, dann kann etwas anderes geschehen, und dann kommen wir in Kontakt mit, ich nenne es jetzt mal, mit den höheren Dimensionen, mit den größeren Dimensionen. Das werden wir heute Abend auch machen. Wir stellen euch ja nachher gleich unsere neueste Meditation vor. Und das Schöne ist, wo du jetzt für heute Abend ja eine Idee hattest, es kam mir dann von dir. Wir machen ja immer so Ping-Pong, gell? Klar, mitunter kommt was von dir, mitunter von mir, mitunter gleichzeitig. Ja, da haben wir gerade ein Feuerwerk, das ist auch schön. Aber weißt du noch, am 29. Oktober hatte ja hier in der Schweiz der Bundesrat neue Richtlinien ausgerufen. Und da warst du, glaube ich, irgendwie im Tonstudio. Und da hast du mich angerufen und sagst du, Silke, wir müssen was machen. Weißt du das noch? Genau. Ja, was ging in dir vor? Ja, ich dachte einfach, das ist jetzt so es war schon eine lange, harzige Zeit für viele Menschen, wo einfach Unsicherheit sich breit macht. Ich habe das in meinem Feld gemerkt, in meinem Umfeld gemerkt, gespürt, wie viele Leute einfach langsam die Isolation halt auf der einen Seite spüren und das abgegrenzt sein und dann immer neue Maßnahmen, die quasi einem da aufgetragen werden und das ist ja kommt nicht aus der Freiwilligkeit, sondern es sind äußere Umstände, die einen plötzlich irgendwo in in ein Korsett setzen. Und das macht Verschiedenes mit verschiedenen Menschen und ich dachte einfach, man kann das ja auch als Chance sehen. Das heißt, wenn man die Isolation quasi als Chance sieht oder das Alleine sein oder das Zurückgezogen sein, dann könnten wir doch wunderbar eine Reise vorbereiten und das aber trotzdem in einer Form von Verbundenheit. Und das ist das Schöne an den neuen Medien oder an den neuen Möglichkeiten, dass wir hier eine Plattform haben, wo man rausstreamt. Wir sitzen alle bei sich zu Hause, die Leute auch, und trotzdem sind wir alle verbunden. Und in dieser Verbundenheit kann man dann auf eine kleine Reise gehen. Und das war die Idee für diese Meditation heute. Ja, das wäre sensationell. Du kamst mit der Idee, sagt Silke, wir müssen was machen. Und ich, okay. Und so ist das halt, wenn zwei Kreative miteinander zusammenstoßen. Plötzlich entsteht etwas Neues, eine Kreation. Und das kommt so von innen. Das war so richtig auch von dir ganz klar. Das ist jetzt ein Muss. Und dann kam das Thema Angst. Ja, das ist ja im Moment allgegenwärtig. Und dieses Thema Angst habe ich auch gesagt, ich meine, neben dem, dass ich ein ganzes Buch über Angst geschrieben habe und auch mit Adriana schon gechannelt habe, aber
Das Thema Angst habe ich gleich aufgenommen, fand ich super von dir, wo ich denke, okay, da können wir wirklich was machen. So, und jetzt für alle, die zuhören und die diesen Prozess noch nicht kennen, wie man komponiert, finde ich das nämlich spannend. Komm, wir erklären mal kurz. Wie war der Weg? Was haben wir zuerst gemacht? Ich glaube, du hast mir einen Rhythmus gegeben, ne? Ja, genau. In dem Fall war es so, dass ich einfach einen Mood-Loop gemacht habe. Also das war nichts anderes als einfach eine Stimmung, die halt einen gewissen Rhythmus hat, damit du weißt, in welchem Rhythmus du sprichst oder die Worte dazu findest. Und das ist so eigentlich, dann irgendwas muss man ja, das Huhn oder Ei, was ist zuerst? Und ich dachte, okay, ich mache mal einfach einen Mood, damit du dich einschwingen kannst für Worte und auf die Worte mache ich dann wieder Musik. Aber jetzt, was jetzt wichtig ist, Moritz, ich mache mal einfach Mood, das ist es ja nicht. Also Mood heißt Stimmung für alle, ne? Auf Deutsch. Du machst Ja. mal einen Stimmungsloop, ein paar Minuten und das immer wieder aneinander gehängt. Weil das, was das Schöne ist, wenn wir so eine Meditation produzieren, das geht alles auf Rhythmus. Und ich spreche ja auch auf den Rhythmus. Das heißt, ich brauche überhaupt erstmal einen Rhythmus. So, das heißt, ich habe dir gesagt, komm, gib mir du mir einen Rhythmus. Aber was du gemacht hast, du hast ja nicht einen Rhythmus gemacht, sondern du hast dich in das Thema eingeschwungen. Also du hast ja sozusagen erstmal die Genau. Stimmung beschrieben. Was heißt das für dich? Und da waren wir uns auch wieder ganz schnell einig, ne? Ja, also für mich war es klar, es sollte eigentlich, in dem Fall war es ja noch anders als eine, ich sag mal, klassische Meditation, wo man sich einfach in eine Stimmung begibt. Und hier fand ich es spannend, dass wir eben eine Reise machen, auch musikalisch, nicht nur die Worte, die einen durch einen Prozess begleiten, sondern die Musik eben das mitträgt. Es kommt natürlich stark von der Filmmusik, weil ich halt gerne Filmmusik gemacht habe und das jetzt einfach übertragen wollte, mal in eine Meditation, dass man eigentlich verschiedene Farben spürt oder auch wirklich mitgeht mit der Geschichte, dass das Wort eben eine andere Färbung kriegt, auch musikalisch. Ja, und hätten wir das vorher gewusst, ne, was für uns da. Wir sagen jetzt nichts. Also, du hast also den Mut gemacht, du hast dich eingeschwungen in das Thema. Wir haben uns kurz abgesprochen, wo du gesagt hast, du fühlst es so und so. Ich sage, ja, ich fühle das auch. Also, da waren wir uns schon mal einig. Dann hast du mir diesen Rhythmus gegeben. Dann habe ich mich mal hingesetzt, hier an meinem Pult, hier in meinem Office. Dann Kopfhörer auf, Augen geschlossen und ich channel sonst ja die Meditation. Und dann habe ich einfach mal geschrieben, was mir so zu diesem Thema gekommen ist, in den Sinn gekommen. Das habe ich alles aufgeschrieben. Und dann habe ich wirklich, also ich glaube, das waren schon 5 Stunden. Und immer wieder, ich hatte ganz hohen Respekt. Ich sage, oh, das Thema, das kann man nicht einfach so schnell mal nebenbei machen. Und das war eine sehr schöne, auch für mich eine sehr wichtige Erfahrung, überhaupt die Worte mal kommen zu lassen zum Thema Angst und Dunkelheit und wir gehen da durch. Es geht ums Weltgeschehen heute, das aktuelle Weltgeschehen. Und dann habe ich das aufgeschrieben und anschließend habe ich das dann im Studio vertont, also ich habe es gesprochen, mit deiner Musik wieder auf den Ohren, also mit dem Rhythmus. So, und da war ja noch nichts mit deiner Musik. So, und dann habe ich dir mein Gesprochenes, ja, die gesprochenen Worte zurückgebeamt und dann hast du angefangen, du hast mal gesagt, ich baue die Musik um dich herum. Das hast du dann gemacht, ne? Genau. Also das Drumherum bauen hat zwei Ebenen, weil ich bin eben auch ein bisschen ein technischer Nerd. Und zwar habe ich mich sehr gerne auf binaurale Musik oder Produktion spezialisiert. Was heißt das? Das ist eigentlich 3D-Audio wie im Kino, wie man das kennt, wenn man ganz viele Lautsprecher um den Kopf herum hat. Funktioniert das auch in einer Technik, die binaural heißt, auf Kopfhörern. Und das heißt, da kann man im Raum wortwörtlich um die Stimme auch Instrumente und Gesänge, Chöre, alles Mögliche um dich herum platzieren. Das heißt, der Bau ist dann nicht nur musikalisch inhaltlich um dich herum natürlich oder um den Inhalt, sondern auch platziert, so dass wenn man es im Kopfhörer hört, dass das eben, dass die Stimme seinen Platz hat und die Musik auch. Das Ja, ist der Bau. das ist genial, das ist genial. Und das ist auch jetzt bei der heutigen Meditation empfehlen wir euch natürlich auch, wenn möglich, Kopfhörer zu hören. Wenn nicht, auch, man kann es auch so im Raum hören. Aber was dann passiert ist zu dieser Meditation, weil die ja so besonders ist, das ist ja nicht einfach so ein paar Loops hintereinander hängen, sondern du hast ja wirklich wie ein Spielfilm jede Sequenz neu gebaut.
Das hat ja, was hast du gesagt, gefühlte 340 Millionen Stunden gebraucht. Nein, Ja, es ist, gut. also man merkt es auch, das ist wirklich eine Meisterleistung. Weil man ist mittendrin in einem, in einer Geschichte und in die wollen wir euch heute gerne auch mitnehmen. Und es hat, weil du ja aus dem Spielfilm kommst, du kennst ja all diese Tools, ja, du kennst das ja alles. Und dann eben der Nerd in dir hat gesagt, ich will das jetzt perfektionieren. Und dann kam das Ganze wieder zurück zu mir. Also die Musik kam dann wieder zu mir mit meiner Stimme als fertiges File. Und dann habe ich mich hingesetzt am Schnittprogramm und habe da Bilder dazu gesucht. Und daraus ist eben auch ein Video entstanden. Und das spielen wir gleich ab. Und so ist diese Meditation entstanden. Als unser Geschenk an euch alle, die ihr das hört oder die ihr das vielleicht auch später hören möchtet, weil dieser besondere Tag, ach ja, da kam ja noch das Datum, wann gehen wir raus mit der Meditation? Genau, und da habe ich ein bisschen geguckt, ich sage, ich suche uns mal ein Datum aus und dann habe, das war Ende November, ne? Habe ich gesagt, du, ich habe eins, 14. Dezember, sag, ja! Ja, genau. Ja, und dieser 14. Dezember, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich habe jetzt im Newsletter heute Morgen noch geschrieben, dass der Astrophysiker, oder in der Astrophysik auch bekannt ist, also wir wissen das nicht, das, was sagen Sie, dass jetzt tatsächlich am 14. und 15. Dezember 2020 der lange erwartete Polsprung stattfinden soll, also dass die Erde anfängt, dass die Pole sich drehen und dass es einen ganz, ganz großen Effekt hat auf das Bewusstsein der Menschheit. Und es ist ja so bei einer Finsternis, die jetzt ja nun schon durch ist, aber diese Finsternis wirkt ja nicht nur in diesem Moment, also heute 17:16 Uhr, sondern dieser Moment wirkt insgesamt 5 Tage, an dem eigentlichen Tag, 2 Tage davor und 2 Tage danach. Und was bei einer Finsternis wie jetzt, bei einer totalen Finsternis passiert, ist, dass der Mond sich vor die Sonne schiebt. Das heißt, die Erde, wir auf Planet Erde sind für einen Moment im Schutz des Mondes vor den Einstrahlungen der Sonne. Und das ist was ganz Gigantisches. Und da werden ganz viele Strömungen, die wir ja so gar nicht sehen können, abgelenkt um die Erde herum. Und das hat die Astrophysiker ausführlich beschrieben. Ich klinke unten unter dem Video noch den Link ein. Ihr könnt euch das gerne anhören, das Radiointerview, dass das ganz stark zu tun hat mit Frequenzerhöhungen. Und mit der Erweckung der Zirbeldrüse, ja, wo wir alle in unser Genie wieder hineinwachsen können. Das ist ja alles vor Tausenden von Jahren mal untergegangen. Und das ist jetzt eine Zeit, wie es von der Astrophysik heißt, des Erwachens. Ist schon toll, hä? Ist cool. Und diese Zeit jetzt ist, ich kann euch gerne auch nochmal das Horoskop zeigen, wenn wir das mal einblenden. Das Horoskop sieht so aus, dass Sonne und Mond miteinander im Zeichen Schütze sich befinden. Und zwar heute am 14. Dezember auf 23 Grad Schütze. Und auf 26 Grad Schütze befindet sich das sogenannte galaktische Zentrum. Also das Zentrum von unserer Galaxie. Und die Sonne wandert weiter jetzt, jeden Tag immer 1 Grad und kommt am 17. Dezember 2020 in die Linie des galaktischen Zentrums und das ist genau der Tag, wo auch noch Saturn in das Zeichen Wassermann wandert. Da werden wir am 21. Dezember im Live drüber sprechen. Und die Sonne wandert weiter durch das galaktische Zentrum auf 26 Grad bis auf 28 Grad am 19. Dezember. Und am 19. Dezember kommt der Jupiter, der Glücksplanet, in das Zeichen Wassermann. Also das ist eine ziemlich hohe Dichte jetzt mit dem galaktischen Zentrum und diesen zwei großen Giganten Saturn und Jupiter, die sich beide in das nächste Zeichen verschieben von Wassermann-Energie, wo wir davon ausgehen können, dass wir jetzt wirklich an einem neuen, großen, wichtigen Schritt sind, den ich ja auch die neue Epoche nenne. Wir können vom Wassermann-Zeitalter sprechen, also macht das nicht auf diesen einen Tag jetzt fest, das läuft ja schon länger, aber es sind aus meiner Perspektive als Astrologin gigantische kosmische Konstellationen, die da sind. Und als ich das vom Astrophysiker hörte, dachte ich, wow, das ist ganz, ganz, ganz schön, dass wir auch gerade heute mit euch diese Reise machen können. Und so können wir das Horoskop jetzt auch wieder rausnehmen. Die Reise, die wir machen, ist eine Reise durch die Dunkelheit. Das heißt, wenn ihr euch einlassen mögt auf diese 40 Minuten, die wir für euch jetzt vorbereitet haben.
und es euch gemütlich machen möchtet und einfach mal den Geist frei schweben lasst, mal nicht so viel denken, ja, von wegen irgendwas, sondern macht es euch gemütlich, was den heutigen Abend jetzt angeht. Und da möchte ich gerne von dir noch, Moritz, noch etwas hören zu den Theta-Wellen. Du arbeitest ja mit der Musik unter anderem oder meistens oder immer im Bereich Theta. Was heißt das? Genau, ich habe nur eine kleine Zwischenansage noch. Ich habe nur gesehen, dass da die Leute überall im Chat nur schreiben, dass weder auf Facebook noch auf YouTube der Kanal online ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Ronny vielleicht mal noch... Ronny, wir sind nirgends online, kann das sein? Ja, irgendwie scheint da was nicht ganz so zu funktionieren, wie es sollte, weil die Leute sind jetzt auch schon wieder raus hier aus dem Kanal, sehe ich. Also kurz zur Info, wir sind online, ca. 11.000 Leute. Bei YouTube waren dann zwei Links wegen der Vorankündigung, aber alles läuft und 11.000 Leute schauen zu und die Website ist leider gecrashed, weil viele Leute sich anmelden wollen. Vielleicht mal die News. Das ist ein Luxusproblem. Die Webseite ist gecrashed, weil so viele Leute, okay. Tickets bestellen wollten wahrscheinlich. Und, Ronny, ganz kurz, ich lasse mal die Regie kurz sprechen. Ronny, sag uns mal eine Ansage. Genau. Genau, also wie gesagt, wir haben ca. 11.500 Leute online. Alle schauen zu von YouTube und Facebook und deine Website ist leider jetzt gecrashed, weil doch so ein großer Ansturm war. Und ich denke, vielleicht dann morgen einfach, dann wird im Laufe der Nacht, denke ich, repariert und dann die Tickets einfach morgen dann nochmal zu suchen, zu bestellen. Okay, Ronny, alles gut, stopp, alles gut. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir weiter mit der Meditation, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber können die Leute gucken, die denn, ich verstehe das System nicht ganz, gucken sie zu oder nicht? Ja, ja, gucken alle zu. Es gab bei YouTube zwei Links deshalb, aber jetzt sind alle auf dem richtigen eigentlich gelandet. Gut, das ist live. Das ist live. That's live. Sag du noch ganz kurz etwas zu der Theta-Frequenz. Genau, also das ist wieder etwas eher für den Nerd-Bereich. Und zwar, es gab Hirnforscher, die herausgefunden haben, dass das Hirn quasi eine Kurzschlusshandlung macht, wenn man auf dem linken und auf dem rechten Ohr eine unterschiedliche Frequenz einspielt. Die Theta-Frequenz ist die Hirnfrequenz, wenn man so kurz vor dem Einschlafen ist, wo man eben noch ganz gut im Unterbewussten Sachen aufnimmt. Eine sehr, sehr spannende Frequenz, um da einzutauchen. Also da befindet man sich auch so am Eingang der Meditation, bevor man ganz weit weg ist. Toll. Und das ist eine tolle Frequenz. Und das heißt, ich habe das natürlich auch bei der Musik dann so eingebaut, technisch, dass man diese Differenz, das sind zwischen 4 und 8 Hertz, wenn man das unterschiedlich aufs Ohr gibt, dann schwingt sich das Hirn automatisch in diese Frequenz ein. Und das bedeutet, man hört das nicht quasi bewusst, aber es passiert unterbewusst und man schwingt dann auf dieser Theta-Ebene wunderbar ein. Fantastisch. Es geht auch gar nicht darum, ums Einschlafen. Es geht darum, dass wir wirklich die, genau. Ich sage jetzt mal, die Denkhirnschranke, ja, dass wir die wirklich überwinden und in eine andere Dimension gehen. Genau. Und so würde ich sagen, wollen wir anfangen mit dieser anderen Dimension. Halleluja. Halleluja. Es ist so, dass wir jetzt eine 40-minütige Meditation einspielen. Und wie gesagt, ihr könnt euch das gerne gemütlich machen, ja, zurücklehnen. Wenn du allein im Raum bist, würden wir empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen. Wenn du mit mehreren im Raum bist, macht es euch gemütlich und hört oder schwingt einfach mit. Was schön ist, wenn ihr in dieser Zeit nicht unbedingt im Chat irgendwas schreibt, sondern euch wirklich einlasst auf diese Meditation. Wir werden nicht zu sehen sein jetzt im Bild, sondern es läuft der Film, das Video. Und ihr könnt die Bilder schauen oder ihr könnt die Bilder auch nicht schauen, indem ihr die Augen schließt und der Meditation und der Musik folgt. Und nachher, nach der Meditation, sind wir dann wieder da. Also insofern, lasst euch ein auf diese schöne Reise. Und in diesem Fall jetzt schon mal ganz herzlichen Dank, Moritz, für die wunderbare Komposition. Auch. Also, bis gleich.
Der Atem geht ruhig. Deine Sinne gehen nach innen. Schaue für einen Moment hinaus, aus dem Fenster. Was siehst du? Häuser, Pflanzen, Tiere, das Meer, die Nacht, die Sterne. Was siehst du? Schau zum Horizont unserer Erde. Wir fliegen gerade mit 100.000 Stundenkilometer durch den Weltraum. Auf Planet Erde. Was für eine Geschwindigkeit. Und nur weil kein Wind durch deine Haare weht, denkst du, die Erde steht still. Ist eine Illusion. Und vielleicht denkst du auch, wir sind allein im Universum. Doch nachts, wenn die Sterne leuchten, zieht es deinen Blick hinauf in den Himmel. In das sichtbare Universum. In unserem Universum gibt es mehr Sterne als alle Sandkörner an allen Stränden des Planeten Erde. Faszinierende 70 Trilliarden Sterne leuchten im sichtbaren Universum. 70 Trilliarden. Eine 7 mit 22 Nullen. Das sind epische Größenordnungen, die unseren kleinen Verstand weit übersteigen. Die Dinge sind nicht immer das, was du denkst. Wir Menschen leben zwischen Tatsache und Illusion. Kannst du dies unterscheiden? Wahrheit und Illusion. Wir erhalten zurzeit viele konflikthafte Botschaften über das, was in der Welt geschieht. Vielleicht befindest auch du dich im Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. Wem kann man trauen? Sind die Nachrichten echt oder falsch? Du kennst diesen Prozess in dir. Ein Teil von dir sagt das eine. Ein anderer Teil von dir sagt das Gegenteil. Wir denken, wir befinden uns in einer Ära der Information. Aber wir haben das Gefühl, es gibt nur noch Desinformation. Wem kann man noch trauen? Ist es möglich, dass du dich
in diesem komplexen Geflecht von konfliktträchtigen Nachrichten und Gedanken vernünftig bewegen kannst, zwischen Wahrheit und Illusion. Der Schlüssel ist dein Denken. Dein Denken sucht Sicherheit in der Zeit, in der Zukunft. Was könnte alles passieren? Aber die Zukunft hat keine Zeit. Das Morgen hat keine Zeit. Das Morgen existiert nur in deinen Gedanken als Zeit. Du kannst mit deinen Gedanken vieles in die Zukunft projizieren, wie auf eine Leinwand. Du kannst dein ganzes Sicherheitsdenken in die Zukunft projizieren. Alles, was du erworben hast, alles, was du erreicht hast, alles, was du besitzt, alles, was du haben willst. Aber die Dinge sind nicht immer das, was du denkst. Und falsches Denken erzeugt Angst. Dein Denken kann in der Zukunft niemals Sicherheit finden, weil sie noch nicht da ist, die Zukunft. Sie wird in diesem Moment geschöpft durch dich. Falsches Denken erzeugt Angst. Und so gestaltest du deine Zukunft. In unserem Universum mit 70 Trilliarden Sternen ist alles völlig ungewiss. Warum? Weil alles immer und ständig in Bewegung ist. Weil sich jeder Moment in diesem wunderbaren Universum neu zusammensetzt, neu gestaltet. Es ist ein gigantischer Schöpfungsprozess, in dem wir Menschen eingewoben sind. In jedem Moment. Die Schöpfung folgt dann gemäß deiner Entscheidung. Bist du von Angst umhüllt, erschaffst du Angst. Bist du von Liebe erfüllt, erschaffst du Liebe. Falsches Denken erzeugt Angst, denn dein Denken findet niemals Sicherheit in der Zukunft. Kannst du in Gedanken ruhig werden? Kannst du ruhig bleiben, wenn dich eine Information aus deiner Mitte wirft? Kannst du deine Gedanken disziplinieren und nicht an die mögliche Zukunft denken? Kann dein Denken über die Zukunft schweigen? Können deine Gedanken so ruhig werden, dass es keine Zeit
wie morgen gibt? Ja, das ist möglich. Verstehe, was es heißt, jetzt zu leben. Wirklich zu leben. Wo lebst du? Lebst du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit? Lebst du mit deinen Gedanken in der Zukunft, die du dir nur vorstellst? Es gibt eine Beziehung zwischen Denken und Stille. Wo der Geist still ist, gibt es keine Zukunft, keine Vergangenheit, keine Zeit. Aber dein physischer Körper fühlt die Auswirkungen der Zeit. Denn dein Körper wurde erschaffen und wird irgendwann wieder zerfallen. Alle Formen werden erschaffen, erblühen und zerfallen. Alle, von der schönsten Galaxie bis zum kleinsten Atom. Alle Formen zerfallen wieder. Aber der Geist entfaltet sich ewig. Geist beseelt diese Formen. Gemäß den Upanishaden besteht die Wahrheit darin, dass das gesamte Universum und alles darin Enthaltene von Brahman durchdrungen ist. Brahman, die universelle Weltenseele. Die Wirklichkeit des Universums jenseits aller Formen. Jenseits aller Dinge von Raum und Zeit. Brahman durchdringt alles. Brahman heißt, es gibt keine Trennung. Alle Dinge sind eins. Geboren in der allumfassenden Umarmung der Weltenseele. Auch du als Mensch bist Teil dieser Weltenseele. Du warst nie getrennt. Dein menschlicher Geist, dein persönliches Bewusstsein, dein Atman ist dasselbe Bewusstsein wie Brahman. Die Essenz deines Selbst ermöglicht dein Denken, dein Sehen, dein Hören, dein Fühlen, dein Handeln. Dein persönliches Bewusstsein ist gleichzeitig auch das Bewusstsein des Universums. Du warst nie getrennt von der Weltenseele.
Aber irgendwann kam für uns alle der Moment, wo wir die Wahrnehmung des großen Ganzen verloren haben. Wir sind herausgefallen aus der Einheit. Wir haben uns abgespalten von der Einheit. Ein schreckliches Gefühl, allein zu sein. Ganz allein unter 70 Trilliarden Sternen. Gefangen im eigenen Kopf. In einem Konstrukt. Während das übrige Universum irgendwo da draußen ist. Hinter Zäunen, hinter Mauern, hinter Verbotsschildern, hinter Masken. Wie tief bist du im Schmerz über diese Trennung? Wie tief bist du in der Angst vor der Zukunft? Wie tief bist du in der Angst vor dem Kontrollverlust? Wie tief bist du in der Angst vor dem Tod? Wählst du lieber das Nein? Wählst du das Misstrauen? Willst du das Leben kontrollieren können, damit dir ja nichts passiert? Wie fühlt es sich an, diese innere Spaltung? Wenn du kontrahierst, wenn du dich zusammenziehst, wenn du vollkommen unkreativ bist, wenn du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, wenn du emotional gelähmt bist, ohne die Lebendigkeit des Universums in dir. Wie fühlt es sich an, diese Spaltung? Hast du eventuell Angst vor dir selbst? Gibt es etwas, mit dem du nicht konfrontiert werden willst? Dämonen. Dein falsches Ich. Die Dinge sind nicht immer das, was du denkst. Die Angst ist eine Schöpfung. Sie hat dich vor vielem bewahrt. Ja, der Hinweg in die Trennung, in die Spaltung, in die Dunkelheit liegt jetzt hinter dir. Jetzt geht es wieder nach Hause, in dein wahres Selbst.
keine Lügen mehr. Denn Zeiten und Aufgaben ändern sich. Die Zeit ist da. Wir als Menschheit gehen kollektiv mit Planet Erde einen großen Schritt in ein neues Bewusstsein, in ein neues Menschsein. Deshalb stellt sich Lady Angst dir wieder in den Weg, damit du durch sie hindurchgehen kannst. In diesem Moment, wenn du den Schritt über diese Schwelle gehst, ist es still. Atemlos. Freudig, aber still. Gehe hindurch, durch die Angst. Höre den Weckruf der Natur auf der anderen Seite der Angst. Seit Jahrtausenden haben wir uns entfremdet von ihr, von der Natur. Verbunden mit dem Drang, sie uns untertan zu machen. Jahrtausende lang sind wir tief eingetaucht in eine Illusion. Und je größer die Illusion, desto größer die Angst. Wir hatten uns abgetrennt vom Überfluss der Natur. Wir dachten, krank sein sei normal. Wir dachten, im Stress sein sei normal. Wir dachten, Burnout sei normal. Höre den Weckruf der Natur. Erinnere dich. Und erkenne, dass es größere Zusammenhänge gibt. 70 Trilliarden Sterne mit 100.000 Stundenkilometer durch das Weltall auf Planet Erde. Genau jetzt, in diesem Moment. Lass deine Gedanken ruhen. Und erinnere dich. Die Dunkelheit liegt hinter dir. Denn du weißt, du kannst wählen. Du kannst wählen zwischen Wahrheit und Illusion. Und das Universum korrigiert immer wieder, indem es Illusionen zerstört. Du kannst lernen, dies zu erkennen. Lasse deine Gedanken ruhen und erkenne die Zeichen. Ein Windhauch. Ein lebender Blick.
Eine Feder? Ein Gespräch? Ein Sonnenstrahl? Ein Rascheln der Blätter? Erkenne die Zeichen. Alles, was wahr und echt ist, das Wertvolle bleibt und wird noch verstärkt. Alles, was aus der Einheit, aus dem Herzen kommt, bleibt und wird noch vergrößert. Die Wahrheit wird verstärkt. Erkenne die Zeichen. Illusionen lösen sich auf. Jeder Zwang löst sich auf. Alles, was aus dem Zwang kommt, löst sich auf. Dies ist ein Naturgesetz. Brahman heißt, es gibt keine Trennung in der Weltenseele. Brahman durchdringt alles. Alle Dinge sind eins, geboren in der allumfassenden, liebenden Umarmung der Weltenseele. In diesem Bewusstsein gibt es keine Illusion mehr. Also auch keine Angst. Wenn du dies erkennst, passiert etwas Wundervolles. Du kommst zur Ruhe. Es wird ruhig in dir. Es wird hell in dir. Du bist in Frieden mit dir und lernst zu wählen. Was ist dir wirklich wichtig? Wer ist dir wirklich wichtig? Und wer nicht? Mit jeder Entscheidung kannst du fühlen, dass der große Plan dich einlädt, zu erkennen, dass du etwas ändern kannst in deinen Gedanken. Auch wenn du es noch nicht verstehst. Du kannst lernen, im Urvertrauen richtig zu wählen. Das zu wählen, was echt ist. Was Bestand hat. Weil es aus der Wahrheit kommt. Keine Maske im Gesicht kann dich daran hindern, richtig zu wählen. Denn du kannst sie wählen, Liebe. Die Liebe zu wählen bedeutet, das Leben zu wählen. Und
das Leben ist ständige Veränderung. Trilliarden Sterne in ständiger Bewegung. Veränderung ist das Leben. Du kannst es fühlen. Veränderungen lassen dich lebendig sein. Wenn du dies erkennst, bist du nicht mehr allein in deinem Prozess unterwegs. Von diesem Moment der Erkenntnis wird deine Seele deine mächtige Begleiterin. Deine innere Führung beginnt. Wir nennen es Urvertrauen. Ja, deine innere Führung kennt den Plan. In Übereinstimmung mit der Seele. Genau hier sitzt die Kraft. Jenseits deiner Gedanken. Hier machst du keine Umwege mehr. Hier bist du nicht mehr ausgebrannt oder manipulierbar. Hier bist du vollkommen durchdrungen durch die Liebe. Fühlst du sie? Deine innere Führung. Aus dieser inneren Ruhe heraus weißt du, was der nächste Schritt ist. Du bist in Ruhe. Du bist im Urvertrauen. Du hörst die innere Stimme. Du kannst unterscheiden zwischen Wahrheit und Illusion. Und du hast dich entschieden für die Liebe und die Verbundenheit. Und so bauen wir als Menschheit eine neue Welt. Diese Seelenruhe ist die höchste Kunst des Urvertrauens. Als bewusster Mensch in Seelenruhe empfängst du Wahrheit direkt aus der höchsten Quelle von allem, was ist. Und du kannst diese Wahrheit bewusst anwenden. Du kannst es fühlen im Körper. Atme. Wenn du in Seelenruhe unterwegs bist, kann kommen, was will. Da du weißt, aus irgendeinem Grund
den du jetzt noch nicht verstehst, geschieht dies gerade. Aus irgendeinem höheren Grund, der dein Verständnis übersteigt. Meisterinnen und Meister der Weisheit lassen sich niemals aus der Ruhe bringen. Denn sie kennen den Plan und sind eins mit dem Feld der Liebe. In diesem leuchtenden Feld der Liebe gibt es keine Trennung. In diesem leuchtenden Feld der Liebe geht nie etwas verloren. In dieser Göttlichkeit sind wir verbunden. Wir waren immer schon verbunden. Ja, ich bin da. Ich war immer schon da. Und ich bin bei dir. So nimm meine Hand, wenn du magst. Und lass uns gemeinsam gehen. Gemeinsam reisen durch dieses wunderbare Universum. Das Universum ist unser Zuhause. Wir dürfen aus der Fülle der Möglichkeiten schöpfen. Das ist spirituelle Freiheit. Und das Mutterschiff ist deine Seele. Also vertraue deiner Seele. Kleinen Aussetzer bei der Meditation einfach durch uns durchziehen lassen. Und ich habe jetzt eben entschlossen, sehr gerne werde ich die gesamte Meditation nochmal einwandfrei und fehlerfrei auf meinem YouTube-Kanal hochladen, dass du das nochmal in Ruhe, das ganze Kunstwerk, nachträglich anschauen kannst. Moritz, wie geht's dir? Wunderschön, es war auch ganz schön, jetzt so dabei zu sein und ja, einfach die Geschichte so verbunden mal zu erleben. Es ist, ich habe jetzt auch ein paar Mal auf die Kommentare geschaut, es gab ganz wunderschöne Kommentare dabei und das Erlebnis. Ich bin sehr glücklich über den heutigen Abend. Ja, und es ist wirklich live. Also wir haben nichts außer dieser Meditation, nichts vorproduziert. Und ich sehe gerade, wie die Kommentare da alle durch den Chat sausen.
Also an dieser Stelle auch nochmal von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Erstmal an dich, Moritz Schneider, ganz toll. Und ich freue mich auf viele weitere sehr schöne Projekte, die wir miteinander schöpfen werden. Und Gleichfalls. ja, und ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr bei diesem Experiment dabei wart und ihr euch eingelassen habt auf die nur da draußen, sondern eben auch da drinnen. Und diese Meditation, wie gesagt, könnt ihr immer wiederholen, schönes Wort, ne? Immer wiederholen in der ganzen Qualität auf dem YouTube-Kanal, wenn immer du sie brauchst, wenn immer du sie auch weiterempfehlen möchtest. Geht durch die Dunkelheit hindurch, die Zeit ist da. Und was kommt, lassen wir mal dort, wo es ist, in der Zukunft. Wir bleiben in der Seelenruhe. Und das ist unsere Botschaft auch an euch. Wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder in einer Woche am 21. Dezember zum nächsten Livestream. Und vielleicht auch am 28. Dezember und vielleicht auch am 17. Januar nächsten Jahres. Wir freuen uns sehr auf jeden Fall, dass wir alle miteinander gemeinsam unterwegs sind. Und das sogar noch live. Gell, Moritz, vielen Dank an dich. Lieben Dank dir auch. Und tschüss, auf bald.